Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachtsgrußvideo und Infovideo, jedenfalls ein Video abseits der normalen Let's Plays. Das Jahr nähert sich dem Ende und das ist die Zeit, in der man ein wenig reflektieren kann, wie das letzte Jahr so gewesen ist oder sich über Geschenke freuen kann oder sich einfach mal so richtig den Bauch vollschlagen kann. Auf jeden Fall sollte man die Zeit nutzen, um ein wenig Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, denn in diesen Tagen nehmen sich die meisten Leute frei und wann hat man schon mal eine bessere Chance, mit den Leuten Zeit zu verbringen, nicht wahr? So sieht es jedenfalls bei mir aus und deshalb an dieser Stelle das kleine Infovideo. Ich möchte bloß bekannt geben, dass für den Rest des Jahres keine Videos mehr von mir kommen werden und ich einfach die Weihnachtszeit ein bisschen genießen werde. Und ihr solltet das genauso tun. Ich hoffe, ihr tut das auch. Ich lade meine Batterien wieder ein bisschen auf. Und im nächsten Jahr widmen wir uns dann wieder neuen Herausforderungen und werden uns neue Let's Plays anschauen, neue Spiele spielen und einfach wieder viel Spaß miteinander haben, hoffe ich doch. Ja, und da Weihnachten ist und man Weihnachten nicht ganz ohne Präsent verbringen sollte, finde ich einfach so als Zeichen der Verbundenheit, dachte ich mir, an dieser Stelle tue ich etwas, was ich eigentlich gar nicht tun wollte, also niemals tun wollte. Und zwar werde ich meine Fratze in die Kamera halten. Und zwar genau jetzt. Hi, ich bin Rudra. Das wird wahrscheinlicherweise auch das einzige Mal sein oder zumindest das letzte Mal für eine ganze Weile, dass ich mein Gesicht in die Kamera halte, denn man muss ja nicht überall seine Fratze hinhalten, nicht wahr? Ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und wie gesagt, frohe besinnliche Tage, esst nicht zu viel, denn das schlägt sich auf dem Bauch, außer jetzt vielleicht bei mir. Ich bin, keine Ahnung, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Von Gott gesegnet, wurde mir letztens mal gesagt. Ich weiß nicht so, das hat auch seine Nachteile, aber egal, ich wollte jetzt nicht gerade darüber sprechen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen eigentlich? Keine Ahnung. Ja, genau, frohe besinnliche Weihnachtstage und dann ein schönes Silvesterfest und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Wie gesagt, dann haben wir wieder viel Spaß miteinander und bis dahin, macht's gut. Bis im Jahr 2017. Euer Rudra.